checkt diesen Emote aus, diesen Tanz. What the fuck? What the fuck? Junge, Alter, also der wird auf jeden Fall safe geholt. Oder vielleicht ist da auch ein Battle Pass drin. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es, ist kein Clickbait, Leute. Ihr habt es vielleicht im Pre-Intro schon gesehen. Leaks zur Season 4, also Tänze und Emotes, die in Season 4 kommen werden, die 100% kommen werden, die jetzt keine Konzepte oder so, das wird 100% kommen. Diese Leaks hat noch keiner gezeigt, also wirklich noch niemand, die darf man auch gar nicht eigentlich sehen. Das war wahrscheinlich ein Fehler oder so gewesen, dass die hier schon gezeigt wurden. Genau wie mit dem Shop-System, dass man jetzt Skins zurückgeben kann, wurde ja auch kurz reingetan und jetzt wieder rausgenommen, also hat sich da Epic Games getan. Die werde ich euch heute zeigen. Mega krasse Tänze und Emotes, muss ich sagen. Und bevor wir zu den Leaks kommen, wollte ich mich nochmal für den krassen Support bedanken, meine lieben Freunde. Wir haben einfach personalen Rekord gebrochen. In 2 Tagen 1,4 Millionen Klicks. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hätte ich niemals mit gerechnet. Als Dankeschön dachte ich mir, verlose ich zweimal 5000 V-Bucks, also zweimal 250er Euro Paysafe Card. Also es gibt 2 Gewinner diesmal, die sich dann jeweils 5000 V-Bucks holen können. Was ihr dafür tun müsst, ist natürlich erstmal einen Kommentar verfassen mit, yo, ich will gewinnen oder so, oder irgendeinen netten Kommentar mit Hashtag Glockensquad. Dann das Video liken. Und das Wichtigste ist, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bevor ihr jetzt denkt, ja, ich brauche jetzt nicht abonnieren, das sieht ihr ja eh nicht oder so. Wenn ihr dann einen Kommentar schreibt und mitmacht, aber nicht abonniert, wir haben ein Tool als YouTuber, wir können sehen, wer alles abonniert hat. Und wenn ihr dann gewinnt und ihr seid nicht Abonnent, dann zählt das nicht mehr, auch wenn ihr im Nachhinein abonniert. Also ich würde mal sagen, viel Glück. Und dann kommt noch ein zweites Video, da könnt ihr auch eure Gewinnchance erhöhen und auch dabei mitmachen. Ja, ich würde mal sagen, wir kommen zu den ersten, ja, Season 4. Ich fange mal ganz trocken so an. Season 4 ist ja Superhelden-Thema, wie wir jetzt wissen. Ich habe ja dazu auch ein Video, gestern ein kurzes Video gemacht. Es wird also wahrscheinlich Superhelden-Skins. Also die Tänze sind jetzt safe, die werde ich euch gleich zeigen, auch in-game, wie die aussehen. Aber die Skins wissen wir jetzt noch nicht, wie die aussehen könnten. Superhelden-Skins halt. Oder vielleicht noch ein paar andere. Und ja, bin sehr gehypt. Und es wird auch am 1. Mai, also Beginn der Season, einen Doppel-Livestream geben. Also ich werde auf YouTube und Twitch gleichzeitig streamen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Auf jeden Fall, ja, das erste ist natürlich, ganz kurz, bevor die Leute, die jetzt nicht wissen, bevor wir zu den Tänzen so kommen, ist ja, dass jetzt seit gestern Meteoriten gesichtet werden. Gestern im Twitch-Livestream haben uns 2 fast getroffen. Und ja, für die Leute, die nicht wissen, wie das aussieht, zeige ich euch das jetzt. Also hier sehen wir ein Video, ich kann aber auch gleich mal meine Dings zeigen. Meteoriten, guckt, und die machen halt auch Sachen kaputt. Wie man jetzt auch hier in dem Clip sehen kann, machen die Meteoriten Gebäude kaputt einfach. Krass, ne? Und die Leute kriegen Schaden. Man kriegt Schaden. Wenn man hier sehen kann, der hat Schaden bekommen. Meteoriten machen Schaden. Das ist heftig. Und das ist die erste Sache, weil kurz jetzt 3 Tage pro Season werden immer mehr Meteoriten auf der Welt fallen, auf der Map, und bis irgendwann der große Meteorit fällt am letzten Tag, Freunde. Dann zeige ich euch noch die Sache, die auf jeden Fall in Season 4 noch kommen wird, ist... ist natürlich das System, was ich schon im Video angesprochen habe, wo man Sachen zurückgeben kann. Also es sind jeweils 3 Skins oder gekaufte Objekte, wo man dann die V-Bucks wieder zurückerstattet bekommt. Das war ja kurz für 20 Minuten, in-game drin. Hab dazu dann ein Video gemacht und dann war es mein Video online und die Funktion war nicht mehr verfügbar. Es war von Epic Games Seite ein Bug. Meine lieben Freunde, ein Bug. Und das sollte nicht reinkommen und es kommt erst in Season 4, meine lieben Freunde. So, jetzt kommen wir zu denen, wo ihr jetzt die ganze Zeit hier das Video schaut wahrscheinlich. Es sind die Tänze, meine lieben Freunde. Eigentlich dürften diese Sachen nicht schon draußen sein, aber ich zeige euch sie natürlich. Epic Game kann mich jetzt nicht irgendwie ankragen oder so, was weiß ich. Also vom Ding her ist es egal. Der erste Tanz ist eine Art, ja, ich kann ja gar nicht tanzen, so Snoop Dogg Tanz, so mäßig. Finde ich an sich geil. Ja, gucken wir mal rein, wie es aussieht. Der Tanz ist smooth. Weißt du, der Tanz ist chillig. Ah, er macht das mit der Hand. Ja, der Tanz ist geil. Kann man nicht sagen. Der Tanz ist auf jeden Fall ein smoother Tanz. So, yo, ich habe dich zerstört im 1v1 Battle. Geiler, smoother Tanz. Kann man machen. Muss man sagen, ist ein nicer Dance auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen, kostet so 500er Dance oder so, so ganz simpler Dance. Von daher ist das mit einer der lowsten hier, aber ja, kommen wir dann auch zum nächsten Dance. Der könnte ein teurer sein, der ist krass drauf. Checkt den jetzt ab. Guckt euch diesen Tanz an, Leute. Der ist ja mal krank.
krank ist der Dance. Guckt euch das an. Einfach krank. Krank, richtig so eine Choreografie. Nicht so eine simple, die sich jetzt wiederholt, sondern eine richtig lange, eigenständige Choreografie. Ob das jetzt im Battle Pass sein wird, wie der Robot, weil der Robot war auch sehr aufwendig, könnte auch sein, oder so im Shop zu kaufen sein wird, wissen wir es noch nicht, aber der Tanz wird auf jeden Fall kommen, mein lieben Freund. Kommen wird er auf jeden Fall. So, ich kann mir vorstellen, dass er auch so 1.800 oder 1.5 kosten wird. Jetzt kommen wir in Dance oder eine Animation, wie der, das ist sowas wie der Rocket, auf der Rakete, wo man auf der Rakete reitet. Der könnte sehr teuer sein, könnte so 1.5er, 2000, nee, 2000, nee, ich finde Tanz kann ich mir vorstellen, aber schon teurer. Den werden wahrscheinlich auch viele holen, weil er einfach schön anzuschauen ist. Ja, schauen wir mal einfach mal rein in den Dance oder in die Animation oder in den Emote mehr oder weniger. Checkt diesen Emote aus, diesen Tanz. What the fuck? What the fuck? Junge, Alter, also der wird auf jeden Fall safe geholt. Oder vielleicht ist da auch ein Battle Pass drin. Aber ich fand den Tanz davor, der kommen wird in Season 4, ein bisschen nicer, muss ich sagen. Der hat was Eigenes, so was Disrespectvolles. Ja, ich fand den jetzt auf jeden Fall auch mega geil. Also muss man sagen, kann man nichts Falsches machen, denke ich mal. Also ich hoffe, also ob der Battle Pass sein wird oder Shop, mal sehen. Mega geiler Dance. Und ja, dann kommen wir noch so einen kleinen Emote. Ja, was auch simpel ist, so wie dieser Jubel-Emote. So. Ja, ist quasi so wie so ein Leichtathlet, der so mal die Hände hoch, hochstellt oder hoch macht, um sich so vorzubereiten. Ganz simpel, nichts Besonderes. Würde ich wahrscheinlich auch gar nicht kaufen, aber ja, das waren die Leaks, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie informiert oder gefallen. Ich würde sagen, in dem Sinne, belassen wir es heute dabei. Heute kommt noch ein zweites Video. Top 10 Fortnite-Spieler weltweit. Seid gespannt, heute gegen 17, 18 Uhr. Schaut rein, lasst gerne ein Abo da. Schreibt euch hin, welches Emote euch am besten gefallen hat. Boah, welche Änderungen ihr euch in Season 4 oder Neuerungen euch am meisten freut, würde mich sehr interessieren in den Kommentaren und würde sagen, in diesem Sinne haut rein. Bis zum nächsten Mal. Heide Getreide. Moin!